Unser diesjähriger Auftritt auf der DEMEA kreist rund um das Thema KI. Und zwar konkret um den praktischen Nutzen von KI. Das reicht von der Wundvermessung mit KI über diverse Eingaben, auch mit Spracherkennung, bis hin zu unserem geplanten Chatbot. Dann haben wir Clinalytics, das bietet den Ärzten eine wertvolle Entscheidungshilfe, weil das Programm auch mit KI Risiken für Patienten nach Operationen bewertet und visualisiert. Und auch nach der Patientenbehandlung geht unsere KI-Reise weiter, zum Beispiel mit einem für Patienten verständlichen Arztbrief, der per KI erstellt wird und den Patienten damit Nutzen bringt. KI ist also ein riesiger Teil, aber ist bei weitem nicht alles. Wir treten bei der DEMEA mit unseren neuesten Programmen, Erweiterungen, Updates an, um unseren Kunden die nahe und ferne Zukunft aufzuzeigen. Stichwort hier ist OrbusU. Mit Dosing, Daedalus Labor, Rico und CareBridge sind übrigens auch alle unsere Tochterunternehmen wieder mit vertreten und präsentieren ihre Lösungen. Seien Sie also gespannt, erleben Sie unseren Innovationsschub an unserem Stand, an dem wir Sie herzlich empfangen und uns viel Zeit nehmen für Sie. Es gibt einige Themen, die dem Markt unter den Nägeln brennen und uns natürlich beschäftigen. Als Stichwörter möchte ich hier die Themen Krankenhauszukunftsgesetz und die Abkündigung von SAP ISH und ISH Med nennen. Für uns ist zusätzlich noch die Transformation von Orbis Nice zu Orbis You wesentlicher Taktgeber unserer täglichen Arbeit. Als neue Themen sind aktuell Cloud Computing und Generative AI Bereiche, die für uns wirklich große Relevanz haben. Bezüglich des KHZG beschäftigen uns die aktuellen Umsetzungsprojekte. Aus unserer Sicht ist es dabei sehr erfreulich, dass durch die KHZG-Projekte viele Orbis You-Funktionalitäten, wie zum Beispiel Orbis You Nursing oder Orbis Medikation, implementiert werden. Ein weiteres Thema ist die Abkündigung der Branchenlösung SAP ISH und ISH Med. Mit Orbis sind wir sofort in der Lage, in die bestehende Lücke einzutreten, da Orbis die komplette Patientenadministration inklusive Abrechnung für jegliche Einrichtung größerer Art sowie die klinischen Funktionalitäten abdeckt. Beim Stichwort Cloud geht es darum, Orbis so weiterzuentwickeln, dass die Möglichkeiten der Cloud hinsichtlich Skalierung und Kostenoptimierung bestmöglich genutzt werden. Erfreulicherweise sind wir mit Orbis You Cloud Ready by Design und daher sehr gut aufgestellt. Darüber hinaus ist für uns das Thema Generative AI ein wesentlicher Bestandteil der zukünftigen Entwicklung. Auf der DEMEA werden wir Generative AI-Elemente unter anderem zur automatisierten Erstellung der klinischen Dokumentation, wie zum Beispiel bei der Unterstützung der Arztbriefschreibung, präsentieren können. Ob das Digitalgesetz der große Wurf ist, wird sich in der Praxis beweisen. Durch das Opt-out-Verfahren wird die elektronische Patientenakte zum Standard für die meisten Bürgerinnen und Bürger werden. Daher ist das Digitalgesetz in der Tat ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer digitalen Patientenakte. In Orbis haben wir die Voraussetzungen für die elektronische Patientenakte bereits erfüllt und werden bis zum Jahr 2025 ebenfalls das Opt-out-Verfahren umsetzen. Ein weiteres wichtiges Gesetz in diesem Zusammenhang ist das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Aus unserer Sicht ist die Nutzung von Gesundheitsdaten für die Verbesserung der Behandlung von Patientinnen und Patienten längst überfällig. Daher begrüßen wir das Gesetz sehr und hegen große Hoffnung, dass wir als Industrie in Zukunft von der Datennutzung für insbesondere unsere KI-Lösungen zum Allgemeinwohl profitieren können.